Wir sind immer noch im Kanal 6 Fernsehstudio bei DreamWeb Tarok, Leute, und sind auf der Suche nach einer Sicherung. Und ich denke, irgendwie wird das hier mit der Steuertafel hier zu tun haben. Da steht ja auch, dass da ein kleiner Schlitz ist. Und wir haben ja noch Schraubenzieher, Gabel, alles Mögliche. Aber da können wir nichts benutzen, also scheint nichts zu gehen. Was ist eigentlich mit der Tür hier unten? Ist das... Ah, Türschloss. Ah, deswegen hatten wir auch da diese Passierkarte, wie sie heißt, wahrscheinlich gefunden. In der Wand neben der Tür befindet sich ein kleiner quadratischer Kasten mit einem Schlitz an der Seite. Eine kleine leuchtende Tafel besagt, dass die Tür verschlossen ist und verlangt einen Schlüssel. Damit können wir doch dienen. Wir haben nämlich hier die Passierkarte und die passt auch. Ich ziehe die Karte durch das Schloss und die Tür geht auf. Und weil wir gerade die Tür aufgehen sagen, klitzekleiner Blick, ich muss mal gerade meine Tür nämlich hier zumachen. Haben wir, glaube ich, im Hintergrund gerade noch so ein bisschen gehört, damit wir ein bisschen ungestörter sind hier. Und ja, jetzt haben wir doch hier bestimmt einen Karton voller Sicherung, oder? Ein offener Pappkarton mit einem Stapel Papierhandtücher drin. Ja, wir hatten erst Klopapier, jetzt noch Handtücher. Nee, waren Kleenex-Tücher. Was haben wir denn hier noch? Eine Arbeitsplatte. Eimer, Wischmopp. Sicherungskasten. Und eine Lampe. Sicherungskasten klingt doch gut. In diesem kleinen Kasten befinden sich die Sicherung und der Schalter für die Lampe daneben. Auf der Vorderseite des Kastens ist eine Metallplatte geschraubt. Und wir können noch was benutzen. Nehmen wir mal den Schraubenzieher. Geschwind schraube ich die Platte ab. Als ich fertig bin, fällt sie mit einem metallischen Klirren zu Boden. Okay, und jetzt sind hier wieder neue Pixel aufgetaucht. Hier ist eine Sicherung. Und die nehmen wir natürlich mit. Jetzt ist die Frage, ob wir noch was machen können. Nee, ich glaube, das hatte nur den Sinn, dass da die Sicherung rausfällt. Okay, Mr. Sterling. Dein Ende naht, glaube ich. Weil ihr könnt euch ja schon ausdenken, was wir mit der Sicherung machen werden. Wir können dann oben diesen Kran steuern und dann werden wir den einfach auf ihn runterstürzen lassen. Das ist, denke ich mal, der Plan. Hier diese Seilwinde mit der Kiste. Ist gar kein Kran. Die Windensteuerung öffnen wir und machen da die, oder besser gesagt, fügen die, wo ist denn hier, Kaugummi? Nee. Kaugummi, hier, die intakte Sicherung, fügen wir dazu. Und jetzt müsste eigentlich auch die Windensteuerung funktionieren. Ja, und sie funktioniert auch und es geht alles automatisch. Boah. Ich glaube, der ist platt. Und da kommt wieder dieses blaue Etwas, was uns wieder ins DreamWeb katapultiert. Ja. Dann hören wir mal zu, was wir jetzt erzählt bekommen. Erstmal gar nichts, aber wir können hier mit dem Wächter natürlich reden. Der Wächter des DreamWebs steht mit gesenktem Kopf vor mir. Er hat seine Hände vor seinem Körper zusammengefaltet. Sein Umhang hängt schwer von ihm herab und ich kann nur schwerlich ein Gesicht unter der Kapuze erkennen. Du hast deine Aufgabe gut erledigt, Ryan. Sterlings Kräfte sind vom Netz absorbiert worden. Die verbleibenden 5 ahnen deine Ankunft. Sie werden versuchen, dich aufzuhalten. Sie haben jetzt einen Führer. Wie ist sein Name? Sein Name ist Sir Tane. Er ist ein reicher und mächtiger Geschäftsmann. Wie werde ich ihn finden? Wir glauben, dass er jemandem nahe steht, den du gut kennst. Dies könnte dir Zugang verschaffen.
Muss ich Sterlings Kräfte im Netz freisetzen? Ja, Ryan. Auf deinem Weg durch das Netz wirst du einen Kristall finden. Der Kristall hat die Macht, dich zu beschützen. Verlasse das Netz nicht ohne diesen Kristall. Jetzt beeile dich. Okay, also wir wurden erstmal gelobt, dass wir hier den guten Sterling so schnell ausgeschaltet haben und sollen jetzt Zartang oder so ähnlich umbringen. Und der Tipp war, dass jemand, den wir kennen, ihn offensichtlich ganz gut kennt. Das kann ja eigentlich nur Sparky sein von der Bar, denke ich mal. Und wir sollen einen Kristall auf dem Weg mit da draußen mitnehmen. Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen beim letzten Mal hier im Dreamweb. Der hier unten, genau. Da konnten wir ihn aber, glaube ich, nicht mitnehmen. Ja, den Kristall können wir mitnehmen. Haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Jetzt die Frage, wo wir hier wieder raus müssen. Beim letzten Mal sind wir einfach hier an irgendeine der Türen gegangen. Die war es offensichtlich nicht. Dann gucken wir uns nochmal die Türen auf der anderen Seite an. Immer sehr mysteriös hier das Ganze. Ja. Und die geht diesmal auf. Wir haben wieder den gleichen Raum wieder, wie wir ihn auch beim letzten Mal hatten. Ja, und wir haben wieder eine Sache mit dem Schlüsselloch. Wir legen mal den Kristall drauf. Das funktioniert allerdings nicht. Wir haben aber ja hier den Schlüssel von uns. Und der wird wohl wieder helfen, uns hier wieder aus dem Dreamweb raus zu teleportieren. Und mal schauen, wo wir dann sind. Ach, das ist doch direkt Sparkys Bar, oder? Ja, praktisch. Da wollte ich ja sowieso hin. Ich nehme mal an, der kann uns sagen, wo wir Zartan finden. Zartan, genau. So nenne ich ihn ab jetzt. Gucken, was Sparky hier mit uns reden will. Sparky steht an der Bar. Ja gut, das kennen wir schon. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich habe dir doch dein Geld gegeben. Warum legst du dich nicht endlich einmal hin? Du siehst furchtbar aus. Hoho. Vielleicht hast du recht. Ich sehe dich später. Okay, das hilft nicht. Also Sparky ist offensichtlich nicht derjenige. Ich meine, Louis kann es ja eigentlich auch nicht sein. Der hängt ja noch auf der Toilette zu Hause. Die anderen Leute können es nicht sein. Kann es ja eigentlich noch eine sein. Nämlich Eden. Unsere Freundin. Ich glaube, die anderen Personen dürften nicht so... Mit denen hängen wir ja nicht so dicht zusammen. Dann fahren wir einfach nochmal zu Eden. Edens Haus, genau. So, okay, machen wir mal auf. Die Tür wird sich öffnen, wenn ich auf sie zulaufe. Was? Nee, das kann ja nicht sein. Führt zu einer Straße mit einem Bewegungssensor und wird sich öffnen, sobald ich mich ihr nähere. Hä? Nee, kann doch nicht sein, oder? Hier ist doch auch noch eine Garage oder so. Bürgersteig. Hä? Wie funktioniert das dann jetzt hier? Wie komme ich denn da rein? Die Tür kann man per Fernbedienung geöffnet werden. Oh, das ist doch... Ich glaube, ich habe sogar eine. Die hätte ich ja beinahe weggeschmissen. Ja. Ist aber von unserer Stereoanlage. Also kriegen wir die auch nicht auf. Wie kommen wir denn hier zu unserer Freundin jetzt wieder? Da hieß doch irgendwas von wegen Bewegungssensor. Da müsste doch die Tür jetzt aufgehen. Die Tür wird sich öffnen, wenn ich auf sie zulaufe. Ja. Leichter gesagt als getan.
geh mal zur Türschwelle, vielleicht bringt's das ja. Nee. Was ist denn hier los? Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das hier so kompliziert wird. Haben wir noch irgendwas anderes, womit wir die Tür öffnen können? Mal schauen. Vielleicht haben wir ja doch irgendwas, um hier irgendeine Fernbedienung oder irgendwie die Garage zu öffnen. Was ist denn das für ein Rohr hier? Die Tür kann nur per Fernbedienung geöffnet werden. Tja. Haben wir denn irgendwie was mit einer Fernbedienung? Gut, das ist die Uhr, die uns Eden geschenkt hat. Die hilft uns auch nicht viel. Oh, da kracht's wieder ganz schön. Cashkarte, Schlüssel. Kann man nicht vorstellen, dass der funktioniert. Öllappen, Gabel. Album, Kaugummi. Nee, das hilft uns eigentlich alles nicht so richtig. Nee. Da können wir uns die Macht des Dreamwebs holen. Allerdings, das hilft uns auch nicht viel. Ja. Kommen wir rein. Ich denke mal, dass ich mich hier gerade ziemlich blöd anstelle, aber ist ja wie gesagt auch blind, also ich versuche eigentlich immer nur Stellen, die dann relativ schwierig sind, davor mal etwas abzuchecken. Türschwelle? Ich muss doch irgendwie hier reinkommen. Dicke Regentropfenrohr und es gibt hier definitiv keine... Ah, da ist doch ein Tastenfeld. Ich bin so ein Blindfisch. Tastenfeld. Welchen Code brauchen wir denn da jetzt? Ach, Moment, das habe ich. Ich habe es hier irgendwo ausgedruckt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ganz am Anfang auf dem Zettel, der übrigens im Diary of the Madman steht, also dem, was dem Spiel beiliegt, ist auch der Code von Edens Haustür drauf. Da werde ich jetzt mal kurz schauen. Ich glaube, in der zweiten Folge hatte ich den mal eingeblendet, diesen Zettel. 2865. Und drinne sind wir. Und ja, da ist immer noch das Auto. Immer noch nicht repariert. Sobald ich die Steuerung benutze, okay. Hier ist der Knopf. Dann fahren wir nochmal schnell zu Eden hoch. Schauen wir mal, ob sie vielleicht noch schläft oder ob die Gute vielleicht wieder zur Arbeit gegangen ist. Kurze Fahrt nach oben und da steht auch nochmal, dass uns der Aufzug mitnimmt. Schnell mal schauen. Ist sie noch im Bett? Nee, sie ist schon unterwegs. Hat ihre Bluse dagelassen. Gut, dann werden wir nachher, genau, in der nächsten Folge ihr Zimmer hier nochmal unter die Lupe nehmen. Vielleicht ist ja irgendwas da, was uns zur Satin weiterhilft, den zu finden. Schauen wir einfach mal. Bis dann. Ciao, ciao.